Was geht denn jetzt hier ab? Was ist denn jetzt hier los? Hast du die Lüftung groß gemacht? Nein! Oh mein Gott! Ich glaube, die größte Herausforderung ist, in einer fremden Küche zu kochen. Habe ich irgendwas grundlegend falsch gemacht? Ja. Ja, weil ich überfordert bin. Deine beiden Mitstreiter, Creator, haben angefangen, irgendwas zu machen und haben nicht einmal 20 Sekunden Ruhe reingebracht und gesagt, okay, was soll ich denn machen? Nein, ich muss da einmal ein. Wenn du das reinmachst, ist das ganze Ding wirklich versaut. Wieso ist das schon wieder alles aus hier? Ich habe doch gar nichts gemacht. Das ist hier das Problem. Das ist hier genau das Problem, du machst nichts. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt bei der Genshin Impact Pass It On Challenge. Heute mit meinen Kameraden und Gegenkandidaten und Christian Rach. Hallo. Hallo, ich grüße euch Jungs. Wir kochen heute lecker. Wir machen eine Vorspeise, eine Hauptspeise und ein Nachtisch. Ja, ich mag deinen ungebrochenen Optimismus. Ja, das wird super. Und ob es lecker ist, das entscheide ich. Ja, das ist dann deine Baustelle. Ja. Ja, bei mir werden wir heute mit der Vorspeise anfangen. Ich werde 15 Minuten lang versuchen, etwas zu kochen. Danach werde ich übergeben an Kalle danach. Und danach darfst du noch mal 15 Minuten das Hand anlegen. Das Finish, sage ich. Ja, das Finish machen. Das ist quasi und dann das, was ich nicht kann, noch mal irgendwie retten. Genau. Die anderen Videos, die anderen Gerichte findet ihr auf den anderen Kanälen. Aber ich würde sagen, der Christian, der wird uns ein bisschen tatkräftig auch unterstützen oder auch herausfordern, mal gucken, wie das dann wird. Ja, schauen wir doch mal in Ruhe das mal an, was die Jungs hier so fabrizieren. Im Vordergrund soll der Spaß stehen, aber am Ende muss natürlich auch was dabei herauskommen. Und ob es dann schmeckt, ist eine andere Sache. Dafür haben wir im Punktesystem uns ausgedacht und dann werden wir sehen, was ihr hier fabriziert. Und vor allen Dingen ganz wichtig, wenn du kommst, weißt du nicht, was Sepp gemacht das hat. Das stimmt. Und wenn dann Kalle hinterher nach Flo kommt, weißt du auch nicht, an welchem Punkt sie sind. Das ist natürlich der Punktus Knacktus, das ist das Game und das ist richtig cool. Ich freue mich drauf, habe echt Bock drauf. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Ich werde sofort Enten angeln und mein Gericht quasi aus Genshin angeln, welches ich dann kochen muss. Das heißt, ich habe auch noch gar keine Ahnung, was jetzt auf mich zukommt. Ich würde sagen, ihr setzt euch schon mal rüber. Daddeln ein bisschen Genshin und ich werde hier einfach mal loslegen. Lass mich noch kurz erklären, Angeln, was heißt das? Wir haben Vorspeise, Hauptspeise und Dessert und jeweils gibt es drei Möglichkeiten. Und die Helden hier, die wissen nicht, was gekocht werden soll, sondern das ist hier, das schwimmt da vor uns herum. Und das heißt, also das ist natürlich eine zusätzliche Herausforderung und ich finde es richtig scharf. Ja, ich auch. So, und ich würde sagen, ihr geht jetzt Genshin zocken. Okay, und Dankeschön auch an Google Play, die das Ganze hier sponsern. Let's go. So, ich muss jetzt Angling machen. Ja, ich muss jetzt angeln. Ich habe hier so einen Teich mit ganz, ganz vielen Entchen. Christian, welches ist deine Lieblingsente? Nee, das musst du entscheiden, sonst habe ich hinterher die... Ah, oh, guck mal, der war direkt am Haken. Mal. Beim ersten Mal. Okay, ja, Christian, was für ein Rezept kriege ich denn jetzt hier? Das kann ich dir schon sagen. Du kochst Jewelry Soup, Juwelensuppe. Es gibt drei Zutaten, die du da verwenden musst. Die sind hier abgebildet. Du kannst 20 Zutaten verwenden, aber diese drei, die müssen dabei sein. Okay, ja, dann gucken wir uns das mal an. Und damit das Ganze auch richtig Spaß macht, ab jetzt läuft die Zeit. Okay, also ich habe eine Suppe mit Lotussamen, Snapdragon und Tofu. Eine Suppe fängt man doch eigentlich an mit Wasser irgendwie zu kochen, oder? Ich mache nicht so häufig Suppe. Ah ja, wo sind denn hier Töpfe? Das ist nur das, was Sepp weiß. Und jetzt muss er richtig erstmal sein Brain benutzen und sagen, okay, wie kriege ich das am besten hin? Nee, hier ist ein kleiner Topf. Hier ist ein kleiner Topf. Ich suche jetzt schon eine halbe Stunde nach einem Topf. Let's go! Ich brauche 15 Minuten schon, um das Ding zu füllen. Snapdragon sieht so aus, als wenn die Blüte hier so draufgelegt wäre. Und Tofu selber, ja, Tofu ist einfach da drin, da sind Tofu-Würfel drin. Tofu kann ich machen. Gut. Machen wir erstmal das Wasser. Du weißt, dass du noch zwei Kollegen hast, die mit dir kochen sollen. Genau, und ich im Moment habe ich nur das Gefühl, du zäunst das Pferd von hinten auf. Echt? Weiß ich nicht, aber ich würde mal... Glaube ich gar nicht. Mach dir das erstmal ein Plänchen.
Ich glaube, ich mache mir erstmal ein bisschen heißes Wasser und Tofu berichte ich an und brate ich an. Und dann muss der Flo gucken, wie er denn eine Suppe macht. Ah, Schneidebretter! Auch das gehört natürlich total dazu, sich zuerst hier zu organisieren und dann zu starten. Weil wenn er bei jeder Sache neu probiert, anzufangen, es fehlt mir noch ein Messer, ein Löffel oder Pfeffer und Salz, dann kriegt er natürlich richtig Stress. Wo sind denn die richtigen Messer? Hier waren noch keine scharfen Messer. Also hier in der Spielanleitung, da steht es natürlich drin, wie es funktionieren soll. Für mich eine gute Guideline, das genau zu beobachten und natürlich zu sehen, unabhängig meiner Erfahrung, was Sepp jetzt da fabriziert. Das machen wir da rein, das kann man doch irgendwie ankochen. Das ist doch auch immer in Rahmen und so drin. Da können wir jetzt so ein bisschen so ein paar Blättchen wegbrechen. Und dann kochen wir die einfach mit. Christian, kennst du dich so mit asiatischen Suppen und so aus? Ja, ich liebe das. Also du könntest mir jetzt helfen, theoretisch, ne? Rein theoretisch, aber nur ein einziges Mal. Dann bin ich natürlich verbrannt für die beiden Kollegen. Das ist deine Entscheidung. Also Sepp, ja. Eine Suppe ist ja nie eine Wassersuppe, oder? Nee, ich würde da jetzt gleich Brühe mit reinballern. Gut, aber guck doch zuerst mal, mach dir doch mal Gedanken, was würdest du denn als Grundlage benutzen? Als Grundlage würde ich das nehmen. Wo ist denn eine Möhre? Haben wir sowas wie eine Möhre? Das ist Sellerie, oder? Nee. Nee, was ist da? Was ist das? Einfach nur ein richtig krasses. Großes weißes Ding. Gerät. Das können wir vielleicht auch was hier reinstellen. Was ist das denn? Schneid doch mal ein Stück ab und probier's. Ich habe das schon mal gesehen. Und ich glaube auch, dass ich das kenne. Aber mir fällt das jetzt nicht ein. Hast du gewaschen oder sauber gemacht? Ja, Kohlrabi. Nee, Kohlrabi ist auch nicht. Nee, Kohlrabi sieht ja ganz anders mit aus. R fängt's an. Radieschen. Nee, Radieschen. Radieschen sind aber rund, es geht in die Richtung. Rum. Es geht in die Richtung. Fangt auch mit R an. Ja, den Tipp hatte ich schon. Rettich. Rettich. Das schmeckt eigentlich ganz gut. Kann in München, rein? In jedem Biergarten gibt's den Radi. Ich zünde jetzt hier meinen Joker und du kannst mir kurz eine Anleitung geben, wie ich die Suppe, die Basis für die Suppe am besten mache. Gut, okay. Das eine heißt, Minute. Das müssen wir jetzt festhalten. Joker für diese Vorspeise verbrannt, sage ich. Ich gucke hier auf die Uhr und es geht los. So. Also das Erste, was du jetzt machen sollst, ist einfach mal Feuer darunter. Ist das Ding schon heiß? Ich habe das Ding eigentlich auf 9 gestellt. Das ist ausgegangen wegen dem... Weil du da alles drauflegst. Ei. Also zack. Und jetzt gibst du hier mit dem Dings... Volle Power. Volle Power. So. Und jetzt gehen wir so. Ich glaube, wir können sogar boosten. Dann ist richtig volle Power. Und was tun wir rein? Was soll ich reintun? Jetzt, wenn nicht richtig ist, zum Beispiel, was haben wir hier? Gemüsebrühe und hier haben wir Gemüsebouillon. Und was hast du hier denn noch alles stehen? Hast du denn mal genau geguckt? Nee, natürlich so, nicht. Auch, Gemüsebrühe, nicht weiter Gemüsebrühe. Ich würde das Ganze klar lassen. Ja. Ich persönlich bin überhaupt kein Freund von irgendwelchen fertigen Sachen. Ja. Also eine Brühe, selber gemacht. Ja. So, und jetzt machen wir hier einfach ein kleines bisschen rein. Der meiste Geschmack wollen wir natürlich über Gemüse bekommen. Mhm. So. Welches soll ich reinballern? Rettich zuerst auch mal waschen. So. Hier liegt Ingwer, hier liegt Zwiebel. Das würde ich jetzt als allererstes da mal reinmachen. Und was kommt noch rein? Ich habe ja nur eine Minute mit dir. Ingwer, Zwiebeln, Knoblauch. Okay, und das war's? Kein Pak Choi? Also, hinterher. Pak Choi ist ein wunderbares, nennt sich auch Senfkohl auf Deutsch. Ein wunderbares Gericht, Pflanze, die man aber knackig essen sollte, gar nicht verkocht. Rettich auch klein schneiden oder? Rettich klein schneiden. Ganz lassen. Nein, Rettich. Guck dir das Bild wieder an. Ich glaube, die Minute ist rum, ne? Ja. Ja, verdammt, ey. Hast du Karotten? Karotten haben wir leider nicht. Boah, wir haben doch Karotten. Guck mal, wir haben Karotten. Let's go. Okay. Das war schon mal eine sehr große Hilfe. Weil ich mache nie Suppen. Ich bin nicht so der Vorspeisentyp. Also, Grundsache. Ja. Hast du den Herd schon wieder aus? Ja. Wieso ist der denn schon wieder aus? Weil du da immer was drauf legst. Nee, habe ich ja nicht. Helfe ich schon wieder. Ich darf ja nicht mehr helfen. Komm, mich macht's ganz kirre, wenn ich sehe, wie er hier rumfuscht. Da steht F für Feuer oder so. Ja. Du sollst Gas geben. Ich kann nicht. Das geht Ich glaube, das machst du extra. Du hast noch vier Minuten. 4 Minuten nur noch. Dann kommt der zweite rein. Was ist denn F? Im Zweifelfall Fehler. Hallo, was ist denn hier los? Lass mich im Stich. Da, ja. Boost, okay, ich höre, hier passiert was. Rettich, wie fühlt sich Rettich an? Unglaublich weich, ne? Ja. Gut, das heißt also, Rettich braucht überhaupt nicht lange. Rettich kannst du ganz, ganz zum Schluss eigentlich reinmachen. Aber jetzt sage ich schon wieder was. Ach so, nee, das ist ja schon drin. Christian, das ist jetzt schon drin. Das wird ja auch eine Suppe für Rentner. Das erhöht ja die Statuswerte der Verteidigung. Also, dass du
Du wolltest jetzt nicht auf die mangelnde Beißkraft anspielen, oder? Nein, auf dich sowieso nicht. Da müssen wir aufpassen, alle Rentner, die zugucken und die mitspielen. Bitte, das müssen wir ignorieren, das wird was tot hier gesagt hat. Das ist eine Suppe für alle und die schmeckt eigentlich richtig geil, wenn sie richtig geil gemacht wird. Also die würde ich da auch noch reinballern. Zumindest haben wir jetzt... So, Countdown läuft, mein Lieber. Ach, als ob. Wie viel? Du hast jetzt noch knapp anderthalb Minute Zeit. Okay, dann müssen wir die Möhren aber zumindest fertig kriegen. Genauso wie meine Suppe. Oh, sch**. Da ist auch schon was am warm werden. Was geht denn jetzt hier ab? Was ist denn jetzt hier los? Hast du die Lüftung groß gemacht? Nein! Oh mein Gott. Ich glaube, die größte Herausforderung ist, in einer fremden Küche zu kochen. Dein Countdown läuft, mein Lieber. Mein Countdown läuft schon? Okay, dann machen wir das noch schnell rein. 37, 36, 35, 34, okay, ich zeig 33. Mal eben, was ich hier schon gemacht habe. So. Das habe ich schon gemacht. Eine halbe Minute noch. Und du gehst gleich raus ohne Kommentar der Übergabe. Okay, bitte, muss ich irgendwas übergeben? Das haben jetzt wir weg. Der Zweite, der kommt. Wo ist denn diese Sonderzutat? Kalle, das darf der nicht hören und wissen, an welchem Punkt wir hier sind. 5, 4, 3, 2, 1, stopp! Stopp! Okay. So, und der Nächste kommt bitte. Oh, da bin Kalle, ich so, also. So, was ist das denn hier? Und die Zeit läuft. Gut. So, okay. Das ist das Gericht, was du machen musst. Ja. Ah, ja, okay. Guck's dir an. So soll das, aussehen. Ja. Ich würde dir empfehlen, guck in den Topf hinein. Ja, ja, es sind schon ein paar Sachen davon drin. Hier, Karotten, Sellerie, glaube ich, sehe ich. Oder ist das Sellerie? Ein bisschen Ingwer hat er schon geschmeckt. Und Lauchzwiebel. Lauchzwiebel sehe ich auch schon. Okay, was? Aber ey, du lachst ja nur. Was ist das denn? Porree. Sellerie. Ist das nicht Sellerie? Weiß nicht, was ist denn das hier? Ich probiere das jetzt. Sellerie! Oder nee? Wie heißt das? Oh, nee. Ich kenne den Namen nicht, aber ich habe es schon mal gegessen. Hast du schon mal ein Radieschen gegessen? Ja, genau, so schmeckt das. Aber ist kein Radieschen. Ja, was ist das denn? Das fängt auch mit R an. Rettich! Rettich! Bin genau. Ich Radi, bin ich König. Mein Gott, Sellerie, Rettich, Hauptsache Madrid. Du hilfst mir nicht, hast du gesagt. Ist der Joker schon weg? Leider ja. Der ist schon weg, okay, ja cool. So, während der Kalle drüben weiterkocht und mein Chaos irgendwie mit klarkommen muss, habe ich mir den Flo geschnappt und mit dem werden wir jetzt schon mal ein bisschen uns warm kochen. Wir haben ein kleines Battle vor uns, ne? Ja, einmal Meeresfrüchtesuppe mit Wasserlilie. Ist das was du drüben auch angefangen hast zu kochen? Siehst du dann. Ich sag mal, siehst du dann. Wir müssen nämlich in Genshin jetzt einmal die Zutaten organisieren, die man für das Rezept braucht. Nee, die haben wir noch gar nicht. Ist ähnlich wie gleich, was du vorfindest. Du wirst auch totales Chaos vorfinden. Und dann müssen wir einmal die Zutaten suchen und dann natürlich halt kochen. Und am besten Christus Exzellentin, weil das wäre ganz toll. Ich habe sie zumindest schon mal gefunden. Ja, ich glaube hier unten da. Also wir brauchen einmal 4 Krebse, das ist ja easy. Eine Wasserlilie, macht ja auch Sinn. Und zweimal Minze, wo wir auch immer das herbekommen. Okay. Ja, schauen wir mal. Ich würde sagen, direkt mal raus. Ah, mir steht ein Stuhl. 3, 2, 1, let's go! Zack, direkt hier Blumen gefunden. Aber sind das die richtigen? Nee, Glas. Ich hatte zumindest die große Hoffnung, dass hier Wasser ist. Aber ich habe festgestellt, nee, hier ist nur eine Schlucht. Okay, ich habe Wasserlilie gefunden. Das ist nicht richtig. Also Wasserlilie ist nicht, was wir brauchen. Wir brauchen einmal Minze. Das du brauchst Wasserlilie, Bro. Bin ich total verwirrt? Habe ich gerade Wasserlilie eingesammelt? Habe ich schon die Hauptzutat? Das wäre ja insane. Ich würde sie erstmal Schlachtfeld beseitigen. Ja, ich weiß auch nicht, was das hier soll. Also der macht hier alles auf einmal. Was hat er hier denn fabriziert? Jedes Spiel ist natürlich immer auch ein Strategiespiel. Das heißt also, ich muss natürlich gucken, an welchem Punkt steige ich ein? Was hat mein Mitcreator hier schon fabriziert oder auch nicht fabriziert? Ja. Und dann am besten ein Blähnchen machen, weil das soll Spaß machen, aber auch gewinnen wollen. Geil, das wird wahrscheinlich noch mal kurz hier angebraten. Dafür hat er die Dinge ins Bummens hier, ne? Also, hast du das schon mal in der Hand gehabt jetzt hier? Ja, ich habe drüber geschaut. Drüber geschaut. Ja, ja, genau. Suppe, ne? Ja, das heißt, du sollst eine Suppe machen. Theoretisch ist das schon Suppe, rein theoretisch. Und praktisch? Da ich sehe, dass das hier schon auf ist, hat er da wahrscheinlich schon was von reingehauen. Das sieht auch ganz so aus, da schwimmt schon so ein bisschen Gedöns oben drum. Das bedeutet... Aber das, was ihr produzieren müsst, sollte hinterher so aussehen. Ja, ja. Dafür haben wir hier diese Blätter. Die schmeißt man einfach oben rein. Und ich guck's mir noch mal genau an. Tofu, ich glaube, den braten wir einfach an.
Hätte ich jetzt gesagt, oder? Es ist gar nicht so einfach. Also, ich werde einfach reingeworfen. Ich habe gar keinen Plan von gar nicht. Und ich weiß nicht mal, dass das Rettich ist. Also, es ist insane. Und hier steht ja jetzt auch nicht, also, es ist ja kein Rezept. Die Pflanze Snapdragon oder zu Deutsch Löwenmaul kann auch im echten Leben gegessen werden. Wen interessiert das? Ich habe noch nichts gemacht. Ich habe noch gar nichts gemacht. Ich habe gespuckt. Da geht's dir nicht anders. Soll ich mal hier. Als Sepp. Ja. Okay, ich nehme jetzt einfach, ich mache jetzt einfach irgendwas, ist mir egal. Nee, mach doch nicht, mach's doch mit Verstand. Ja, ich würde jetzt den Tofu braten. Ja, okay. Das würde ich jetzt machen. It's your game. Ist das okay, Christian? It's your game, ja. Nee, ist nicht mal. Also doch, ich will es auch nicht boykottieren, hier, ne? Wie sagt man, boykottieren oder manipulieren, kaputt machen. Das, wo ist denn hier, da. So, sag mal, sagt dir das was? Das ist Salat. Ich krieg Schmerzen. Was ist das denn? Du gehst so gerne chinesisch oder asiatisch essen, ja, oder ja, thailändisch, ja. Ja, ja, vietnamesisch. Voll gern, klar. Pak Choi. Auf Deutsch Senfkohl. Ah, Salat. Wo hast du. Ach, wir sind in Liwe. Ach so, lol. Ah. Guck mal. Ey, dann laufen wir völlig in die falsche Richtung. Nee, ich will ja nicht zum Berg. Hier sehe ich. Let's go, ey. Rennen wir erstmal eine Runde. Ja, komm, erstmal reden. Batus, warum questest du nebenbei? Wie vermessen kann man sein? Nee, ich habe weder Lilie, noch Krebse aktuell. Wie stark sind wir eigentlich? Stufe 80? Mensch, das bin ich ja selber noch nicht mal hier. Ja, let's go, rein da hier. Zack, zack. Oh, 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 oh. Was haben die Mobs denn für eine Stärke? Ja, komm, ey, Meteorit. Zack. Hat er jetzt hier den schon drin? Guck doch mal in den Topf. Mhm. Nee, ne? Nee, Zwiebeln, dann sehe ich Rettich, Lauchzwiebeln und Karotten, aber noch kein Pak Choi. Jetzt die Frage, darf man das kochen? Kocht man das? Macht man einfach so? Macht man einfach so? Oder so? Du bist Chef im Ring. Ja? Also ich nehme an, diese Pfanne steht hier für den Tofu. Du hast mich jetzt auch ein bisschen verwirrt, muss ich sagen, Christian. Ja. Salat. Dafür bin ich natürlich auch da. Pak Choi, der jetzt reingemacht hat, war wahrscheinlich. Und wenn man sowas in die Suppe hat und hinterher das mit Suppenlöffel isst, dann möchte ich mal sehen, wie jedes Hemd oder Sweatshirt oder sonst was auch immer aussieht. Das kommt jetzt einfach mit rein. So, mein Lieber, du weißt schon, dass die Zeit auch läuft, ja? Ach so. Das heißt also. Ich habe schon richtig viel verbraten. Du hast schon richtig viel verbraten? Ich würde jetzt den Tofu braten. Aber eigentlich hat er noch überhaupt nichts in der Pfanne gebraten oder irgendwas auf die Pfanne bekommen, muss ich mir wirklich mal so sagen. Machen wir alles nach Gefühl. Das ist so anstrengend. Normalerweise, wenn ich zu Hause koche, jetzt mal ganz ernsthaft, jetzt werden alle sagen, boah, der Kalle, der kann ja gar nichts. Das ist ja wie damals. Ne? Warum gibst du das in die kalte Pfanne? Weil die noch nicht an ist. Scheiße. Genau sowas meine ich, weißt du, wie ich meine? Ja, hast du sowas schon mal gesehen? Shiitake Mushrooms, ja klar, die habe ich schon mal gegessen. Gut. Die müssen auch mit in die Suppe, ne? Das weiß ich nicht. Hast du sowas schon mal gesehen? Das sind Erbsen. Wie heißt die speziell? Edamame oder so. Edamame? Edamame? Das sind keine Erbsen. Das sind keine Erbsen, Edamame. Achso. Was ist Edamame? Nee, das sind Bohnen. Bohnen. Das sind Bohnen. Dann sind es keine Edamame. Genau. Dann sind das nämlich Zuckererbsen. Steht ja auch drauf. Wer lesen kann, guck mal. So, jetzt kocht sie aber, ne? Dann müssen wir jetzt hier mal ein bisschen. Oh, der Flo, der wird sich freuen hier. Jetzt bin ich hier gerade in so eine Tempelanlage gelaufen, weil ich mir gedacht habe, hier ist auch Wasser, das ist wunderschön, das ist auch wahnsinnig idyllisch, aber es ist auch sehr krebsfrei alles. Ja, moin. Ist das ein Krebs? Ja, nein, bleib hier! Nein, er ist weggegangen, er hat sich eingebuddelt. Du musst halt auch schnell sein bei den Krebsen, weil die rennen, also wie alle Tiere, rennen sie halt weg und buddeln sich dann ein und. It's gone. Ach, ich habe auch das Gefühl, ich bin jetzt hier, also ich bin legit die halbe Karte schon abgerannt. Ui, die Karte in Genshin ist riesig. Am Anfang dachte ich so, ach ja, ist ja überschaubar, ne? Und dann, holy moly. Nehmen wir mal hier ein bisschen Salz. Ordentlich, ne? So, was haben wir hier noch? Pilze. Pilze finde ich sowieso ist eine ganz tolle Sache. Nehmen wir jetzt die getrockneten oder nehmen wir jetzt die. Aber sind hier überhaupt Pilze drin? Ich glaube, hier sind gar keine drin, Christian. Guck mal. Nee, das sind nur die drei Zutaten, die du nehmen musst. Du darfst 20 andere noch nehmen. Ach so, man darf variieren. Guck mal, wie ich schwenken kann. Hast du schon mal so geschwenkt? Nee. So habe ich noch nie geschwenkt. Das kannst du nicht machen, wahrscheinlich. Gut. Ich glaube, du hast Bock drauf, Flo in die zu rein, oder? Nein, also ich mach das wirklich. Jetzt mal, nee, muss ich mal ganz kurz das Statement. Noch ich mache hier nicht mit Absicht Sachen falsch. Noch viereinhalb aber wenn man ein Rezept hat, das wo ist ja quasi. Kein ja, eben, genau. Ja. Also nach einem Rezept kann ja jeder kochen. Dann weiß man ungefähr, was ist hier passiert. Aber das habe ich noch nie gemacht. Ja. Der Joker ist schon weg, hast du gesagt, ne? Aber du kannst mich fragen. Ich kann dich fragen. Habe ich irgendwas
grundlegend falsch gemacht. Ja. Sagst du mir auch was? Du hast dir nicht einmal Gedanken gemacht, was du überhaupt machen willst. Ja, weil ich überfordert bin. Ich komme hier rein, 15 Minuten. Ja, dann konzentrier dich jetzt. Eben habe ich noch ein Wasser getrunken. 4 Minuten Konzentration. Ja, also das kocht jetzt ein bisschen. Jetzt steht hier Sojasauce, habe ich noch gar nicht benutzt. Die Suppe ist aber relativ weiß, ja, also helle Suppe. Ja, nee. Was sind jetzt wieder? Oh, das Messer liegt hier drauf. So, eine Zwiebel hat er auch schon drin. Tomaten brauchen wir nicht. Ich kann die auch ein bisschen fächern. Und was ist dit? Soll das eine Gurke sein? Ah, das ist der Rettich. Lotussamen. Richtig, die Lotussamen. Sind wo? Hast du schon geguckt? Ach, Lotussamen. Die hier. Sag mal ja. Ja. Die kommen jetzt damit rein. Mach mal einfach. Ja, warum haben wir die denn nicht schon vorher reingemacht, Christian? Sag das ja, mal. Weil du dich nicht und konzentrierst. Und rein damit. Alle, ne? Weil du dich nicht konzentrierst. Komm, jetzt alte Abenteurerlogik. Hinter dem Wasserfall verbirgt sich jetzt was. Und zwar alles. Und zwar eine Meeresfrüchtesuppe. Au, was? Alter, die ist Level 93. Da habe ich auch noch gar nicht drauf geachtet. Let's go. Das ist der einzige Wasserfall der Welt, hinter dem nichts ist. Nicht? Boah, die Wasserlilie hätte ich da aber gesehen eigentlich. Ja, ich auch. Du hast jetzt nur eine Minute. Nein! Ich muss da einmal ein. Wenn du das reinmachst, ist das ganze Ding wirklich versaut. Das ist okay. Viel zu viel. Okay. Oh Gott. Ja, ich sag ja extra, ich hätte jetzt sonst auch alles reingehauen. Ich krieg schon Herzklopfen. Mach ich hier die Hälfte, okay? So, und jetzt so? Rühren. 55 Sekunden für dich. Okay, ich rühre jetzt 50 Sekunden. Wieso ist das schon wieder alles aus hier? Ich habe noch gar nichts gemacht. Das ist ja das Problem. Das ist genau das Problem. Du machst nichts. So, wir machen auf mittlere Stufe hier, damit der Flo, ich bin ja netter, jetzt hier nicht so in der. Obwohl, eigentlich ganz geil. So, halbe Minute noch. 3, 2. Die 3, 2, 1, nee. Da ist noch eine Minze. Ich habe noch eine Minze. Zählte das noch? Bestimmt, ne? Das zählte noch. Warum wird es mir nicht angezeigt? Was denn? Das erst zerstören muss. Ach nee, das sind so Rätsel-Dinger. Ich hab's aber so sad. Auch das, keine Wasserlilie. Oh, ja gut, dann müssen wir den Kalle mal fragen, ob er für uns noch eine Wasserlilie farmen geht. Und dann können wir endlich kochen. Vielleicht hat er auch schon eine gekocht. Vielleicht, wer weiß. Das siehst du jetzt. Du wirst jetzt weiter kochen und dann werden wir das Rezept finalisieren. Und abschmecken. Let's go. 5, 4, 3, 2, 1. Gut. Und Abgang, ja, mein Freund. War super, so, hat Spaß gemacht. Das danke. Hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und Flo kommt um die Ecke. Und da ist er schon. Gerade 15 Minuten fair für alle. Das yo. Ist das, was gemacht werden soll. Ach, Jewelry Soup. Überhaupt kein Problem. Lotussamen. Ich gebe ihm einen Tipp. Deine ja. beiden Mitstreiter, Creator. Ja. Haben angefangen, irgendwas zu machen und haben nicht einmal 20 Sekunden Ruhe reingebracht und gesagt, okay, was soll ich denn machen? Na ja, klar, erstmal darf das hier ein bisschen ballern, weil das kriegt ja gar keine Farbe. Offensichtlich hat das jemand, behaupte mal Kalle, weil lange kann das noch nicht hier drin sein, hat das als falsch behauptet, eine gute Idee. Aber behaupten kannst du es. So, und Tofu schmeckt immer nach nichts. Ah, das bravo! Hier Tofu ist der grundsätzlich. Spezialist heute. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt geräucherter Tofu ist. Das werde ich hier wahrscheinlich. Nee. Ist es nicht. Also der schmeckt wirklich einfach nach gar nichts. Das heißt, wir braten den jetzt mal scharf an. Und dann mal gucken, was geben es alles da gibt. Sojasauce dazu auf jeden Fall. Wo haben wir denn Gewürze? Ein Plan ist da. So. Ich würde da mal gucken, was da noch alles steht. Mal ein paar von denen noch mit reinpacken. Was die ist das? Werden wir aber nachher rausnehmen. Das sind Shiitake. Shiitake, unglaublich lecker, funktionieren eigentlich total gut. Und unglaublich gesund. Funktionieren eigentlich total gut. Und da rein theoretisch muss man sowas immer vorher einmal abwaschen. Man weiß ja nicht, was da alles noch sonst mit in der Tüte drin war, aber nun sei es drum. Aber wir geben da jetzt einfach nur Geschmack mit dran. Auf jeden Fall wollen wir da ein bisschen Bums rankriegen. Denn wie gesagt, Tofu schmeckt erstmal nach nicht viel und dann nach wenig. Flo, du hast noch 10 Minuten. Ja, anrichten müssen wir auch noch, ne? Ja. Ah, da wird ja professionell geschwenkt. Das erfreut mein Herz. Die Messer gehören zu der Herausforderung dazu, ja? Ja, das haben wir extra so bestellt. Stumpfe Messer, damit ihr euch nicht verletzt. Das hat das Amt für Arbeitssicherheit uns so empfohlen. Ja, guck mal, und er macht's richtig. Er schneidet das schön schräg an, mit der Spitze nach vorne das Messer aufgesetzt. Und vor allen Dingen hält er die Finger absolut richtig. Ein bisschen mit drin, die nehmen wir für die Garnitur. Ganz zum Schluss. Genau. Der hier soll richtig schön knusprig sein. Umso knuspriger ist, desto weniger saugt er sich dann hinterher hier mit der Suppe voll.
Und die, wie gesagt. Flo, du hast noch 7,5 Minuten. Ja, das läuft. Gute 7,5 Minuten. Sieht aber eigentlich schon ganz lecker aus, ne? Wenn man sich das mal so anguckt. Sieht zumindest so aus, als könnte man damit arbeiten. Was ist das? Sellerie? Kohlrabi? Ja. Nee, das ist. Ist es Sellerie? Nee, ist es überhaupt nicht. Das ist doch hier. Das ist doch kein Sellerie, das ist kein Knollensellerie, das ist kein Staudensellerie. Kein Kohlrabi. Kein Kohlrabi, das ist eine. Ist kein Radieschen. Nee, ist richtig. In München hat man es ganz häufig im Biergarten. Weiß ich dann doch nicht, was das ist? Bin ich Radi, bin ich König. Ah, jetzt ärgert es mich. Rettich. Rettich, verdammte Axt. Ich würde mich an deiner Stelle jetzt darauf konzentrieren, was du wann wie anrichtest. Du hast noch genau 4 Minuten. Nehmen wir uns mal unsere Schüsseln. 3 Stück an der Zahl. Zimperlich. Was machst du da jetzt? Hier will ich jetzt die zum Teil verkochten Sachen gar nicht mit drin haben. Sondern tatsächlich einfach nur das, was wir hier noch an Brühe übrig haben. Aber ich sag mal, nach einer Miso-Suppe sieht's aus. Das Bild, so ähnlich sollst du es gleich im Teller haben. Ja, da wird's natürlich jetzt schwierig, was die Zutaten angeht. Zumindest was das Grün angeht darin. In erster Linie bleibt so dabei, dass es auf den Geschmack ankommt. Wie viel Zeit haben wir Eine noch? Minute 25. Ja. Gib Gas. Mhm. Zack. Zit. Gehen wir was von dem da rein. Mal ein bisschen Einlage. Ein bisschen was von dem Pak Choi auf jeden Fall. Der lohnt sich dafür. So, 40 Sekunden. Easy. Kein Problem. Und halbe Minute. Frühlingszwiebeln kommen noch dazu. Done. Dann, okay, dann würde ich sagen, stell es doch hier vorne hin, damit wir das dann alle haben. Und pünktlich zum Ende der Kochzeit. Okay, cool. So, ich würde sagen, dann rufen wir unsere Mitstreiter, Mit-Creator herein und checken und kosten. Alter, das war die kürzeste Viertelstunde meines Lebens. Wirf einfach gleich. Ich kenne sonst nur Sachen, wo es die längste Viertelstunde ist, die man überhaupt erleben kann, aber das war die kürzeste. Ui! Hast du es gerechnet, Flo? Ich weiß es nicht. Oi, das oh, die sind kannst du dir nicht sagen. Ich würde gerne, dass du deinen beiden Mitstreitern erklärst, was du gemacht hast am Anfang. Ja, kriegen wir hin. Ich habe am Anfang erstmal Küchenutensilien gesucht, habe die ganze Zeit den Herd an- und ausgemacht. Und es war totales Vollchaos. Der Christian hätte mir beinahe das Messer in den Rücken gerammt und hat selber gekocht. Ich hätte es nicht in den Rücken gerammt, sondern wenn von Angesicht. Man macht das nicht in den Rücken hinein. Aber ich habe versucht, die Brühe zu starten, die Basis zu starten mit Tipps von dem Christian. Da habe ich auch direkt den Joker geknüpft und habe zumindest den Tofu schon mal klein geschnitten. Ja, das habe ich gesehen. Ich kam dann hier rein und habe erstmal den Porree oder den Sellerie gefunden. Ja, und dann habe ich gesehen, es sind schon ein paar Sachen drin. Das ist schon ein bisschen Gemüsebrühe reingemacht. Und Christian hat mir sehr gut geholfen, aber ich habe es nicht so wirklich gesehen. Aber ich bin auch ein bisschen zusammengebrochen. Das stimmt. Weil ich wollte tatsächlich die ganze Miso-Geschichte hier, also alles reinhauen. Und dann brannte hier wirklich die Küche. So. Mir ist auch dreimal der Herd ausgegangen, weil ich hier ein Messer drauf hatte. Dann hatte ich hier Öl drauf. Alles ganz schlimm. Und ich habe noch ein bisschen mehr Tofu geschnitten, tatsächlich. Oh, sehr gut. Aber du hast nicht alles verwendet, wie ich sehe. Nee, aber es ist drin. Ich kam tatsächlich rein und dachte mir so, oha. Was hat er denn hier gemacht? So Tofu auf Herdstufe 2, der so jämmerlich vor sich hin wartete in der Pfanne. Die Suppe, die roch schon ganz gut. Die schmeckt nach noch nicht so viel, aber das habe ich auch gesagt. Ja. Da half Salz. Ich hab übelst viel Salz reingehauen. Nee, ich habe noch ein bisschen Sojasauce tatsächlich reingemacht. Ah. Ein bisschen von der Miso-Paste nachgemacht, weil die noch gar nicht diese typische kriselige Konsistenz hatte, die man so vom asiatischen Restaurant vorsuppenmäßig dann irgendwie kennt, damit es wenigstens einen optischen Wiedererkennungswert hat. Ja, dann habe ich noch ein paar von den Shiitake-Pilzen reingebracht, weil ich mir dachte, kein asiatisches Gericht ohne Shiitake. Wo kamen die denn her? Die ganze Zeit. Ich habe die ignoriert. In so einer bunten Verpackung. Alles ja asiatisch, eine bunte Verpackung und so. Und dann habe ich den Tofu scharf angebraten, damit der ein bisschen knusprig ist. Perfekt. Und hoffe, dass das jetzt. Und dann hast du aber nur eine entscheidende Sache gemacht. Genau. Warum ist da ein Sieb drin? Ich habe die Einlage, weil die halt so wahnsinnig zerkocht ist und das ja keine so deutsche Hausmannssuppe oder so Eintopf ist, habe ich die Sachen halt durch ein Sieb gezogen, noch so ein bisschen gedrückt einfach, um wirklich das so zu extrahieren, dass wir hier nur
den Geschmack der Suppe, der Brühe. Ich muss sagen, wenn ich das so sehen würde als Vorspeise, ich würde es essen. Ich würde es auch essen. Ich würde sagen, jetzt bleibt ja gar nichts anderes über, als das zu essen. Also so. Ich nehme mir eines, weil ich muss ja jetzt nun auch gucken. Wir können uns gerne. Dann nehme ich eine Menemu. Ich nehme den mittleren. Guck mal, Kalle, hier ist viel drin. Ja, ja, wir teilen. Guck mal, gönn dir. Und ich habe ganz jetzt haben wir hier die Vorspeisen nach einer Dreiviertelstunde in der kleinen Schale und ich bin gespannt, ob das Ganze jetzt so schmeckt. Ja. Mal essen. Lecker. Das hat aber viele, viele unterschiedliche Geschmäcker, die so zünden. Ja, Komplexität nennt man das. Ja, das meine ich. Wenn man darüber hinwegtäuschen will, dass man nicht genau weiß, was das auf sich hat. Also ich würde sagen, das ist ein erfolgreiches Essen. Auf jeden Fall. Was? Och, muss ich mich angucken. Süß. Mach nochmal, bitte. Ja, da falle ich aber nicht drauf rein. Was machst du denn bei deinem Video dann? Naja, dann bin ich jetzt ausgezogen. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Das sind jetzt schon locker 3 Stunden jetzt. Wir sind doch schon per Du. Ja, per Du. Das ist natürlich jetzt schwer. Ich muss mich natürlich ein bisschen hier an die Vorgabe in unserem Spiel halten. Und das sieht natürlich schon ein bisschen anders aus. Ja. Richtig ist, unser dritter Creator hat es gerettet. Das muss ich sagen. Das kann man jetzt essen. Aber ob es eine Juwelensuppe ist, weiß ich nicht. Und wir steigen einfach jetzt in unser Game mal zärtlich ein. Und ich mache... Oder halt gesehen, das ist nicht gut. Das war eine 10, oder? 5. Ich glaube, das war eine 5. Oh! Halbe Miete. Wow, halbe Miete. Halbe Mittelwert. So, dann würde man bei Lieferando jetzt ein neues Restaurant aufmachen, damit man nochmal neue Bewertungen bekommt. Weil man nur die Hälfte kriegt. Das ist die eine Google-Bewertung, die dich killt. Ja. Mega. So, Kalle, das heißt, dieses Gericht haben wir erfolgreich hinbekommen. Vielleicht auch mit Flo's Hilfe tatkräftig. Wie du es komplett reinziehst, einfach. Ich habe aber auch echt Hunger, muss ich dazu sagen. Und wenn ihr Genshin Impact auch spielen wollt, dann könnt ihr das im Google Play Store unter anderem tun, dort einfach das Spiel runterladen und zocken. Vielen lieben Dank, Christian, vielen lieben Dank, Kalle und Flo, fürs Retten meines Gerichts. Zock das mal, dann wollen wir erstmal sehen, ob ihr die Juwelensuppe besser so. Und ihr könnt die anderen Gerichte könnt ihr bei den Jungs auch abchecken. Das heißt, bei Kalle gibt es den Hauptgang und bei Flo die Nachspeise. Ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und vielen Dank fürs Einschalten. Dankeschön, Christian. Ich sage danke und ich freue mich auf die nächste Runde. Und für euch zu Hause nun hier das Originalrezept. Die Jungs haben sich ja da ein bisschen rangetastet. Und ich muss ja sagen, unser letzter Creator Flo hat es nochmals gerettet. Also, wenn man eine Suppe hat und Miso reintut, wird das immer trüb. Das haben die Jungs richtig erkannt. Man kann es natürlich aber auch wieder klären, damit es hinterher schön aussieht. Und dazu kann man hier dann Maisstärke nehmen. Das bindet dann diese Trübstoffe weg. Rein theoretisch würde bei dieser Suppe auch der Tofu gar nicht so fest angebraten, sondern er soll eher weich in der Konsistenz bleiben und relativ weiß sein. Aber ansonsten, die Grundzutaten sind alle verwendet worden, fast alle verwendet worden und mit dem Ergebnis kann ich leben und das ist für euch.